No, but now I want to present you and I want to introduce you. Today he is free, only for us. Here he is. It is the mayor of our city, Mr. Holger Kerch. Welcome. Ladies and gentlemen, I speak in German, not in English. Ja, liebe Freunde des Karnevals querbeet durch Europa, ich freue mich, dass Sie alle hier Cottbus in den letzten 7 Tagen so richtig kennengelernt haben. Dear friends from all over the world, he is happy to see you and he hope you spend a nice time here in Cottbus and the cities you have seen. Und ich weiß, viele sind das erste Mal in Cottbus und sind erstaunt, dass so tief im Osten, am Rande von Deutschland, zwischen Polen und Westdeutschland gelegen, es doch eine Stadt gibt, die dem Karneval so verbunden ist. And as you know, you have seen Cottbus is deep into the east and they also celebrate Carnival the way you maybe have never seen. Und sicherlich werden Sie jetzt schauen, warum ich mein Jackett ausgezogen habe. Das hat einen guten Grund. Der Schlips kommt aus Polen, das Hemd aus Deutschland. Beide Farben sind Cottbus. You're probably wondering why is he not wearing his jacket. Because his tie is from Poland. And his shirt is from Germany. And these are the colors of Cottbus. So, jetzt habe ich mein blaues Jackett angezogen. Das sind die Farben der Sorgen. Blau, weiß, rot. Das ist eine Minderheit. Und ich glaube, Marion wird einiges erzählt haben, was diese sorbisch-wendische Minderheit auch für unser Leben in Cottbus bedeutet. And as you see now, he wears his jacket and these are the colors of the Sorbian people. That you have been introduced to. And Marion is probably going to tell a bit about them. Not yet. Oh, she has done it, sorry. Wenn sie es nicht gemacht hat, dann ist ja heute noch Abendgelegenheit, darüber zu erzählen. Aber wir sind die Brücke zwischen Osteuropa, Westeuropa, Nordeuropa und Südeuropa. Und wenn Sie sich alle Farben mal anschauen, Deutschland, die Sorben und Cottbus, es wiederholt sich irgendwo. And as you know, we are the bridge to the north of Europe, the south of Europe, the west of Europe and the east of Europe. And the colors of Cottbus are always repeating in all of Germany. Was ich heute Abend kennengelernt habe, war, da war ich sehr erstaunt, dass so viele Niederländer dem Karneval verfallen sind. Da habe ich gefragt, wie kann das sein? Also ich darf sagen, ich bin seit der Reformation hier in Deutschland der erste katholische Oberbürgermeister. Since the Reformation, he is the first Catholic major, and he was wondering why the Netherlands also are celebrating Carnival that much and they're that much into Carnival. Und wir sollen alle nicht vergessen, dass Karneval eigentlich ein christlicher Brauch ist. Und da ist es egal, ob es protestantisch oder katholisch ist, das ist unsere Kultur hier im Abendland. And as you know, the Carnival is a Catholic celebration. But it doesn't matter which religion you have, you're all celebrating the same thing. Aber das Blau meines Jacketts bedeutet, oder sind auch die Farben des FECC. Und deswegen von mir aus nochmal ein herzliches Willkommen hier in Cottbus, hier in der Lausitz, hier in Brandenburg. He is warmly welcome you again, because as you see the jacket is also the color of FECC. So he is welcoming you here in Cottbus. Und ich möchte jetzt abschließend insbesondere zwei Personen Dankeschön sagen. Das ist einmal Marion Hirche. Marion, steh mal auf. Und er kommt noch später. Das ist mein Amtsvorgänger, der ehemalige Oberbürgermeister von Cottbus. Und trotz politischer Farben verstehen wir uns bis heute noch als Freunde.
She was the previous major, and even though she's wearing a different... No. Frank Szymanski was the previous. Oh, Frank Szymanski was a previous major, and even though he's wearing different colors, there's still friends. Und beide haben dafür gesorgt, dass die Stadt Cottbus keinen Cent für diese Woche bezahlt hat. Dank allen Sponsoren, dank allen Helfern, insbesondere auch den Namenweibern hier. Das ist der Verein, der insbesondere unser Marion unterstützt. Und uns allen wünsche ich einen schönen Abend. Gute Erinnerungen an Cottbus. Sie sind alle wieder herzlich eingeladen. Besuchen Sie uns. Dankeschön. This evening, and that you're going to take memories with you in your homeland. And even though Marion was preparing everything, Cottbus didn't pay anything for it, for the whole for the whole trip here, and that's why he's saying thank you again to Marion. Und außerhalb der Saison, Cottbus, hello! Hello! Yasu! Liebe Freunde, dear friends, thank you, Holger Kelch, danke schön, Herr Kelch, für die nette Begrüßung. Und ich habe vergessen, die Dolmetscherin vorzustellen. Ich will sie euch noch mal vorstellen. Es ist unsere Miriam. I want to introduce you, Miriam. Miriam is from Austria, and her mom is a Serbian mom, and that's why we invited her to come here. And by the way, his father and the husband from Peggy, they are friends. And Miriam from Austria, and we have no members from Austria. Now we have Miriam. We have? Yes. But Miriam wants to come back from Austria to the FECC. I think it's very good, yes? So, und jetzt wollen wir nicht länger reden, sondern ich denke mal, ihr habt einen anstrengenden Tag beim Shoppen hinter euch und ihr habt alle ein bisschen Hunger mitgebracht, und insofern sage ich jetzt einfach, das Buffet ist eröffnet. I hope you are a little bit hungry, because it was a very hard day for you today. Shopping is very hard thing, I think. And now you can go to the buffet. I wish you a good appetite. Приятного аппетита. Start, please. I hope the board will start.